Einen schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag. Wir haben 11.27 Uhr und es sind 22 Grad Celsius. Und ich bin hier in der Siedlung Altenhof 2. In Essen-Stadtwald, hallo, und wir gucken uns hier mal so ein bisschen um. Und hier hat auch Friedrich Alfred Krupp seine Finger im Spiel. Und das Ganze ist hier von 1907 bis 1914 gebaut worden. Und das ist ähnlich so wie in der Margaretenhöhe. Die sind einfach wunderschöne Häuser gebaut worden. Und natürlich für die Angestellten der Firma Krupp. Und alte Invaliden und Alleinstehende durften hier sogar mietfrei wohnen. Was ist nur falsch gelaufen bei uns? Dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Und auf eine Art ja, muss man fairerweise sagen. Aber das ist auch ganz gewiss eine Gegend von Essen, die, wenn jetzt Außenstehende an Essen denken, so in der Form nicht auf dem Schirm haben werden. Und ich zeige jetzt diese Siedlung nicht in ihrer Gänze und laufe hier jede Straße ab, sondern möchte euch nur einen Eindruck vermitteln. Was es hier so gibt. Was da oben so rausragt im Hintergrund, müsste das Krupp-Krankenhaus sein.
Und hier die Häuser zeichnen sich auch dadurch aus, dass die nicht alle gleich aussehen und ganz abwechslungsreich gestaltet sind. Hat man sich also wirklich Mühe gegeben. Und auch dies ist einer englischen Gartenstadtbewegung oder der englischen Gartenstadtbewegung nachempfunden. Und es ist natürlich jetzt hier alles privatisiert, inklusive Denkmalschutz. Aber die Gebäude, die nach 1945 hier errichtet wurden, die stehen nicht unter Denkmalschutz. Immerhin hat man hier die Laternen, die man hier eine sieht, die man ersetzt hat. So ersetzt, hat sie so ein bisschen aussehen wie die alten Gaslaternen. Wo die Bewohner sich jedoch, ich glaube etwa 2007, sehr stark für ausgesprochen haben. Eigentlich wollten die nicht ersetzt haben. Und das ist dann der Kompromiss sozusagen. Hier übrigens in der Richtung ist das Stadion am Uhlenkrug oder das Uhlenkrug-Stadion. Aber ich möchte jetzt hier nicht über die Hauptstraße laufen. Hier sind auch so Tafeln aufgestellt. Kann man noch ein bisschen sehen, wie groß das Gelände ist. Altenhof 2 mit entsprechenden Texten, Bild. Hier gibt es auch so Themenrouten. So ähnlich wie wir das in Duisburg gesehen haben. Alles ziemlich überwuchert hier. Aber besser als nichts. Und ich glaube schon, dass Architekturbegeisterte öfter hier durch die Straßen laufen werden, um sich das Ganze anzugucken. Oben läuft der Radweg. Da ist auch ein Radweg, der Stadtteile verbindet, sogar Städte verbindet. Wir haben hier die morgendliche A52 mit ihrer Großbaustelle, die seit Monaten hier ist, auf einem großen Stück. Man baut hier neue Lärmschutzwände. Womöglich asphaltiert man auch neu. Also ein riesen Ding. Und hier mal den hohen Turm. Fernheizwerks. Was hat so Fernheizung? Manchmal fallen mir die einfachsten Begriffe nicht ein.
ein Glück ist jetzt der Schatten. Und da sehen wir das Kraftwerk. Ja, auch das gehört zu Essen. Viele Bäume hat. Und damit ihr seht, dass ich nicht lüge. Ne? Das ist nett. Danke ich mich immer. Und da ist es, das Alfried Krupp Krankenhaus. Hier gibt es Parkplätze, aber die sind tagsüber sehr, sehr gut belegt. Ich denke mal, dass auch viele Angestellte hier ihren Wagen parken werden. Wenn das geht, ich weiß halt gar nicht, ja, da steht ja was, Besucher, Patienten, Mitarbeiter, P2. Und dann gibt es noch einen P1, der noch näher dran ist und umso voller ist. Es ist gar nicht so einfach, hier in Rüttenscheid einen Parkplatz zu bekommen. Heute sind wir mal auf vielleicht anderen Wegen als sonst unterwegs, obwohl ich hier Doppelungen auch nicht ausschließen kann. Ich meine, hier bin ich weitestgehend immer mit dem Roller vorbeigekommen, als hätte ich hier vorbeigelaufen wäre. Hier sehen wir den P1-Parkplatz.
Da wird die Krupp'sche Flagge Symbol. Den frische, kühle, spendenden Wind, den wir jetzt hier gerade haben. Die Zimmer hier drin sind sehr modern. Als Patient war ich hier noch nicht, aber als Besucher war ich hier schon öfter. Also es ist schon, ist okay. Man hört Sirenen selbst hier, aber hier ist die Feuerwache in der Nähe und hier auch das Krankenhaus hat dann von Notwagen angefahren wird. Ich denke, das war gerade die Feuerwehr. Hier ist es sehr eng auf den Straßen. Ups, die Kamera mal richtig halten. Ich weiß gar nicht genau, wie man das hier nennt. Muss ich zu Hause mal nachschlagen. Sind von der Flora. Möncheneis hat noch zu. Aber ich denke schon, dass sie gleich aufmachen werden. Stuttgart ist schlimmer. Ich bekomme jetzt langsam auch Hunger.
wunderschön. Neue HiFi-Sachen brauche ich eigentlich nicht. Stellenweise ist ja die Außengastronomie schon. Ganz gut besetzt. Hier gibt es immer Büroflächen, Büroflächen zu vermieten. Ist da, glaube ich, fest installiert. Aber kein Wunder, das ist ein Riesenkomplex. Und ich bin wieder froh, dass wir hier im Schatten laufen dürfen. Jetzt gleich bricht der Verkehr hier auf der Fahrradstraße zusammen. Und
sehen kann. Überall in zweiter Reihe geparkt, weil wir sollen ja auch sonst ein- oder ausladen. Ist hochgradig schwierig. Vorhin davon gesprochen, da haben wir jetzt einen höchstwahrscheinlich fährt er zum Krankenhaus. Vielleicht sehen wir die Tram noch. So eine richtige U-Bahn. Ja, dann möchte ich mich bei allen bedanken, die heute mitgekommen sind. Diesen für mich recht unkonventionellen Lauf. Ich möchte mich bei all meinen Abonnenten bedanken für die tolle Unterstützung meines Kanals. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Glück auf.